So, halli, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Hier ist gerade Event, da müssen wir Monster kloppen. Vorher waren die Level 50er bis 60er Mobs und jetzt kommen dann bald die 40er bis 50er Mobs. Und da möchte ich euch gerne, möchte ich einfach gerne dabei sein, euch das zeigen. Es ist völlig sinnfrei, weil man könnte überall recht gut Mobs farmen. Aber wenn schon ganz viele Monster irgendwo hier hinter dem Tor kommen, dann, was ist auch geleckt? Ja, dann muss ich einen besseren PC kaufen. Ja, also sinnfrei ist es nicht. Es ist sinnlos, aber einfach mal dabei sein. Und wieso muss die, wieso trägt die ein WM-Kostüm? Also ich hab mal sowas von out of date. Da siehst du wieder mal, wie viele Sachen die Leute ausgeben. Ich hoffe, sie bereuen es. Okay, meins hat auch Geld gekostet, aber das ist ja aus Showzwecken. Bei mir sehen es wenigstens Tausende. Nein, Tausende nicht. Hunderte. So, naja, jetzt müssen wir eigentlich nur warten. Ich sehe so cool aus mit der Rüstung, die ist jetzt wirklich hübsch. So eine mega schöne Rüstung. Ja, ich rede gerade mit Zetox Xynx. Bei mir null. Kann ich ja schreiben. Wenn es wirklich nicht leckt, sogar mit Aufnahme nicht. Da hat einer eine Katze. Gibt sie? Oder ist die von einem Event? Ja, toll. Das ist sie nicht. Keine Ahnung. Vor allem, gab es früher mal so Ding, Kätzchen und weiß auch nicht was noch. Ich glaube so, Weihnachtselfen oder so hat es mal auch gegeben. Aber die machten wahrscheinlich noch nichts. Oder ist das, ein Pet vom Jäger? Könnte auch sein. So, bin selbst nacktisch. Haha. Noch ein bisschen winken. Winken. Hallo. Dann jubeln. Haha, ich muss immer jubeln. Doch klatschen. So, warten wir mal ein bisschen. Gib Gas. So. Nein, geht leider nicht. Eine Bosswelle, ja klar. Sonst noch Träume. Fußball, ja klar. Wieso nicht Fußball? Ja, es ist gleich Viertel vor 5 Uhr. Dann fängt's an. Ja, jetzt sind hier alles. Ja, okay, ein sehr schwer. Was es dem bringt, weiß ich es nicht. Wahrscheinlich sind die Gegner keine Herausforderung. Müssten sie eigentlich. Ja, er ist natürlich unmöglich. Er ist wegen Level 70 oder so. Unmöglich. Level 60er sind sie bei mir sogar schon nur sehr schwer. Also müsste er eigentlich Level 60 sein. Vielleicht ist er gerade am Pennen. Viele Leute sind hier im Game nur dazu da, dass sie pennen können. Nein, nein. Lalalala. Thank you.
Nein, wirklich. Es geht weiter mit 51 bis 50. Aha. So. Okay, 3,46er. Die habe ich jetzt noch nie gesehen am Level. Scheinbar sind es Charaktere, die halt nur, wie sagt man denn? Die haben einen bestimmten Namen. Nebencharaktere, die halt nicht so oft gespielt werden. So, der Xetox ist schon Level 48. Mir nimmt es Wunder, wie der levelt. Oder wie lange der levelt. Der ist nämlich die ganze Zeit on. Und suchtet ein bisschen. Ja, aber ich will auch etwas vom Spiel zeigen. Und da ich sehr wenig Zeit habe, vor allem jetzt wegen dem Serverumbau wieder, weil ich einen Server mit einem Modpack mache und alles ein bisschen umplane, habe ich leider momentan nicht so viel Zeit zum Leveln. Aber ja, na gut, also recht viel pro Tag könnte ich schon machen. Habe aber nicht immer Bock. Also, wenn ich mal Zeit habe und nicht am Server arbeite, nicht auf YouTube arbeite, nicht Aufnahmen rendere und so, dann könnte ich, ja, würde ich nicht jedes Mal natürlich auf erleben. Ja, ist na klar. Sind ja auch nur Low-Levelige momentan, die geben nichts. Rechtschreiblehre aus Monster. Was ist denn das für eine Gilde? Kann ich ja mal fragen. Was ist Monster für eine Gilde? So, jetzt kommen sie. Wow. Wo sind die Dunkelhirnen im Spiel? Gib mir mehr Monster. Ah. Vorher waren so viele Monster hier, aber jetzt nicht. Gib mir Monster. Ich brauche Level. Gib mir Monster. Mehr Monster. Hopp, hopp. Oh, das sieht auch cool aus mit der Axt. Ich finde aber, dass Kostüme irgendwie ein bisschen den Ding machen. Also wenn es ein richtiger Kostüm wie der Kürbisschädel, dann finde ich es ein bisschen schade. Ich mag natürlich lieber die Rüstungen im Glanze. Wenn man jetzt zum Beispiel Flügel wie ich hat, dann ist klar. Muss mal schauen, wie viel Erfahrung ich bekomme. Irgendwie sehr wenig. Das bringt ja gar nichts. Ich bekomme doch fast keine Erfahrung, aber das ist so sinnlos. Bla 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 bla. Das ist wie bei Leech of Legends, wenn man Skins kauft, dann ist man nicht mehr so froh. Wenn dann noch ein Hut oder so, aber so geile Barbarenhelme. Wieso sollte man da irgendwas kaufen noch? Die Flügel waren für mich Pflicht. Aber das bleibt auch mein einziger Charakter. Okay, der Beshi hat noch einen Hut. Aber sonst werde ich wahrscheinlich keine optischen Heizen mehr kaufen. Das ist völlig sinnfrei. Das ist so etwas, was. Ja.
Leute, die halt nicht so habgierig sind und so nicht brauchen. Es brauchen nur habgierige Menschen und mehr nicht. Mann, mach mal vorwärts. Vorher ist alles so schnell gegangen. Ja, toll. Wir werden die Monster gekillt. Was machen denn die? Können die Game Master das die umlenken oder so? Oder ist das wegen dem Fernkampf-Ding? Stirbt eigentlich eine? Also eine hat wenig Leben, aber sterben nicht. So, ja, okay, ein bisschen haben wir jetzt bekommen bei den Gelben. Geht es ein bisschen schneller. Da ist einer gestorben. Der Jay ist gestorben. Der Jay ist gestorben. Der Arme ist gestorben. Wieso leuchtet er jetzt so wegen dem Wiederbelebungsspruch? Ja, scheinbar schon. Oh, Kristallgolems. Die sieht man auch nur in Alcius. Ja toll, Mann. Ihr seid so unfair mit den euren Ding spricht. Donnerschlag. Bam. Oh, 1412. Nein, das war nicht mein, oder? Könnte schon sein, aber ich glaube eher nicht. Ja, man anvisieren hab. Ja, okay, das geht nicht, weil es ein Einzel. Yay, jetzt habe ich alle gestunt. So. Gebt mir auch noch ein bisschen Erfahrung. Dankeschön. Sehr nett. Und hier noch eine. Ach komm, klopp. Schon hübsches Event, aber völlig sinnfrei. Also, es ist nicht mal ein Event. Es ist einfach so, ja. Also die Game Master haben Bock, Monster zu spawnen und mehr nicht. Sinn, also man bekommt jetzt nicht mehr Erfahrung über, wenn wir hier ein bisschen herumkloppen. Vielleicht ein bisschen schneller, ja, aber recht sinnfrei. So, ich hätte gerne ein Event wie früher, da sind wir einfach mal von Fort zu Fort geritten und haben die eingenommen und so mit den Game Master zusammen und war richtig cool. Und das war auch also voll, oder? Weil da hatte jeder eine Fortgruppe und die sind dann mit, also zwar langsam, aber schön konnte damit man mitgehen und die Erfahrung holen. Jetzt kommt schon der nächste. Hallo? Wieso fragt die nach dem Level? Kommt Tor Level Nase. Nase. Klar. Ich weiß jetzt nicht, für was sie das macht, aber nice. Ja. Michiko Kelonea. Pff, wie soll ich mir jetzt das merken? Moment kurz. Aufnahme mit AFK. Kurz, Moment. So, jetzt habe ich einen Stift und ein kleines Papierchen. Und haben.
mehr zur an Michi Kelonea. So, sehr professionell, ich weiß es. Tut mir leid für die, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Michi Kelonea. So, habe ich den auch mal hier drin, damit ich den gerade anschreiben kann. So. Ich hoffe nur, der Hammer ist nicht irgendwie virusverseucht oder so. Es gibt nämlich so einen Virus. Aber das gibt es, glaube ich, nur über Handeln. Also wenn man, ja, wenn man da handelt, wird akzeptieren oder so. Aber ich glaube kaum, dass einer so einem reinziehen kann oder so. Ist eine richtige Frechheit, wenn ihr es mal im Farm gesehen habt oder so. Momentan wird recht große böse Hacks und so gemacht. Also sehr schade, also dass solche Spiele hacken müssen. Die haben wahrscheinlich im Kindergarten in der Spielgruppe nicht aufgepasst. Dass man immer schön und friedlich sein sollte in Online-Games. Nicht nur in Online-Games. Als mich manchmal im Kindergarten oder so einer geplagt hat oder so, ich hatte einfach meine Fresse richtig rein ins Face gedunkt. Und ja, ich wurde zwar immer wieder zusammengeschissen, aber so hilft man sich. Und jetzt ist es fertig. Ich weiß nicht, was jetzt noch passiert. Okay, aber es kommt gerade nicht. Ich möchte kurz schauen. Edelstein ist eben noch alles gleich. Ja, Forts ist auch eigentlich relativ gleich, weil jetzt, wo ich Level 45 bin, könnte ich mit dem Forts, ja, die Belohnungen bekomme ich dann. Vielleicht. Und so. Mal schauen. Ein Betrüger. Aha. Der Zahnfeier. Also so in Events mache ich gerne eine Aufnahme. Sie sind halt manchmal ein bisschen langweilig, aber das liegt an den Game Mods. Da kann ich jetzt nicht viel machen für die Aufnahme. Da ich ja sowieso eigentlich fast nie schneide, weil ich eben ein Vollzeiger bin. Einer, der volle Videos zeigt. Ja, kann ich leider, ja, kann ein bisschen reden zwischendurch, wenn nichts passiert und so. Aber ich möchte einfach euch das zeigen, dass ihr seht, was so passiert in, also was für das Event es gibt und alles Mögliche. Und ja. Hat einfach aus Zeigegründen. Ein Betrüger tanzt sich ins Schatten. Was ist jetzt eigentlich gerade? Müssen Game Mods einschreiten, weil jemand wieder blöd macht? Keine Ahnung. Ich hätte euch heute noch den Ding zeigen können, den Wasseranhänger. Aber dafür haben. Oh, das war eine coole Animation, was war das? Vor allem, dafür haben wir jetzt heute keine Zeit mehr. Im nächsten Part kommt dann der Anhänger und im übernächsten Part kommen dann die Forts. Versprochen. Ja, wie gesagt, ich bin halt sehr wenig, ja, ich habe leider nicht so viel Zeit zum Leveln.
Dann bin ich nicht so schnell wie zum Beispiel Zertox, aber eben da kann ich da jedes Level irgendwie Gegner sein und so. Vielleicht hilft mir bald jemand auch, aber ich glaube es kaum, weil die meisten eben selber orientiert sind. Ich habe gehört, dass dieser Syrte da, der Sven, nach Ignis rüberwechseln will. Also dass er seine Charakter löscht und dann hier neue Charakter erstellt. Finde ich eine tolle Idee. Also er will wahrscheinlich mit mir zusammen eben bei den Aufnahmen dabei sein, wie wir leveln und so. Ich kann ihm gerne ein bisschen helfen noch beim Leveln. Und ja, eben dazu brauche ich auch mehr Zeit. Jetzt gerade ist es auch schlecht, weil ich in die, ja, eigentlich in die Wohnung ziehe. Es ist keine Wege, es ist eine Wohnung, eine eigene Wohnung. Wir essen nur zusammen. Das ist das Einzige, was wir zusammen machen. Wir essen zusammen am Morgen und am Abend essen wir zusammen. Und da muss ich nicht mal dabei sein. Ich könnte jeden Tag streiken. Okay, hier passiert wahrscheinlich nichts mehr. Ein falsches Wort und du bist tot, Adebar. Sehr nette Community und die Game Master machen natürlich nichts. Aber das ist sowieso ein Scherz gewesen. Towa Sen. Jetzt ist der Login-Bonus weg. Ja, stimmt. Ja. So blöd. Ein fetter Magier, Totenkopf. Noch ein fetterer. Ist das groß? Oder haben die irgendwas gefressen? Vielleicht haben sie ein bisschen zu viele Drogen. Präparat und so gefressen. Kann auch sein. Aber ich glaube, das ist eher ein großen Ding, also groß hat er gewählt. Ich bin halt ein normaler. Ich habe mich normal gemacht. Dann gibt es noch kleine. Und dann gibt es noch ganz kleine Häschen. Und ich erzähle nur Blödsinn. Unwetterunterbrechung. Aha. So, mein Kugelschreiber probieren reinzumachen, weil mein Knopf ist kaputt. Wo man denn einführt. Also ich gehe jetzt weg. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Es bringt sowieso nicht. So. Dankeschön und Adieu. Ah je. Gehen wir nach oben, nach Alturuq und machen schon mal die Quests ein bisschen. Und dann muss ich aber spurten auf den Server gehen und dort die Einrichtungen bauen für das Projekt, das große YouTuber-Projekt. Ja, groß ist es nicht. Es machen nur wenige mit und es können natürlich auch nicht alle sofort mitmachen. Weil wir halt das Plan, das sehr viel Kunst braucht. So. Jetzt, wie ich Level 46 werde, da muss ich so viele Gegner killen. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt brauchen wir schon doppelt, ja, noch 100.000 Erfahrung. Mehr 192.000 minus 443, ja, 140.000. Und das ist einfach nur mega. Mega langweilig, langatmig. So, hat er es fertig gesehen? Wie viele sind drin? Du bist gemein.
Wieso beleidigt er einen Game-Mode nur zum Spaß? Manche Leute sind schon masochistisch. So, wo haben wir denn die Quest? Das ist wahrscheinlich eine andere Quest. Das ist die Wasseraltar-Quest, gut. Dann haben wir das gleich schon mal. Und jetzt müssen wir was töten? Wahrscheinlich Hyänen. Nein, Hyänen sind zu schwach. Skelette, oder? Was haben wir hier für Gegner? Weiß ich es nicht. Komm. Gut. Zuerst mal interagieren, okay. Wie immer, völlig sinnlose Quest. Dorthin laufen, Wasseraltar aktivieren und dann wieder zurücklaufen. Ah. Ja, wahrscheinlich die Skelette. Aber die sind noch schwächer als die Hirn. Oder die Spinnen. Oder alle, beide oder drei. So, da ist der Wasseraltar. Da unten. Kann man den aktivieren, wenn er so schräg am Ding ist? Der trägt sich ja nicht mal. Der ist nicht mal auf einem geraden Boden. Ah, ich wäre so gerne wäre ich hier Grafiker, also Ding, der die Welten macht und sie mal ein bisschen umgestalten würde. Ich hätte so viele geile Ideen von Objekten, die natürlich schon in der Welt existieren. Also selber modellieren würde ich nicht so gerne machen, weil das eine harte Arbeit ist. Aber ja, einfach ein bisschen dekorieren würde ich so gerne. Das mache ich auch in Minecraft richtig gerne. Seid doch einfach mal zu und damit zufrieden, was ihr habt. So, Quest abgeben. Ja, toll. Habe ich mehr Erfahrung bekommen als als bei diesem Event. Wow, wieder zur Wüstentür. Hätte ich jetzt nicht gedacht. 34er Hammer. Wow. Direkt verkaufen. Direkt vom Server löschen. So, was müssen wir töten? Kleine Korallenschlange. Gibt's die hier? Ja, glaube ich schon. Aber jetzt muss ich mal schauen, wo genau. Schade, dass der letzte Anhänger nicht stärker ist und auch nicht besser etwas gibt. Das sind einfach Quests, die eigentlich nicht sein müssen. Ah, hier sind sie ja, schau mal. Was muss ich? Kleine. Oh Mann, das sind wieder so wenig Leute. Wo sind denn die häufigen? Wo sind sie häufig? Opferedelstein, ja genau. Dein Edelstein ist ein Opfer, Mann. Kleine, gut. Ja, nicht diese. Bisschen schneller angreifen können. So. Das ist eine große. Ich will ihn gleich mal töten. Einfach mal so aus Spaß. Der ist auch weiß, ja, geworden. Schade. Nerv mich nicht. Nerv mich nicht. Ich hab dir nichts gemacht. Bin nur neben dir durchgerannt. Ha, bist doch ein Opfer. Ich kill dich sonst. Voll asozial reden in diesem Let's Play bekomme ich wirklich mal ein bisschen asoziale Hintergedanken. Für dieses Game aber, nicht für die Zuschauer natürlich. Also nicht falsch verstehen. Nur kurz warten, bis der nicht mehr aggro ist. So, eigentlich ist das jetzt schon genug. Sehr große. Ein bisschen buffen. So. Und mal angreifen. Ich glaube, hier hinter dem Tor hat es doch noch, oder? Das sind das andere Korallenschlangen.
Vor allem, wir haben viel zu wenig hier. Das ist so nervig. Ja, ist ein stumpfer Schaden. Schon gut, Blitzschaden. Aber ich denke, er will es einfach mal ein bisschen Werbung machen für sich, scheinbar. Oder er zwingt mich dann, deinen Hammer zu kaufen. Winzige. Das sind aber kleine. Ach, schade. Wo ist mein halber XP hin? Oh, er vermisst seinen halben XP. Ich vermisse meine 100 Millionen XP. Ich habe schon so viel für das Game gemacht. Wieso bekomme ich keine Belohnung? Oh. So. Wie viele Parts habe ich jetzt schon gemacht? 50 hier, 50. 150 im alten Projekt. Ja, ungefähr 200, 300 habe ich gemacht. Das ist schon recht viel. Ab damals hatte ich ja Probleme mit dem Headset und andere Probleme noch ein bisschen, die sind nicht so gut geworden, aber ich traue nichts nach. Das waren bei mir Zeiten des Armuts und des Depressivseins. Okay, so schlimm war es jetzt auch nicht, depressiv. Die Leute sagten zu mir, ich sei depressiv, ich sei gar nicht depressiv gewesen, haben jetzt die neuen Ärzte gesagt. Und ja, wenn man schwer krank ist und nichts geht im Leben, dann wird man natürlich depressiv. Aber ich bin sehr stark und habe eigentlich immer alles selber geschafft, hier rauszukommen. Ich war jetzt schon das dritte Mal irgendwie so ein bisschen stinkig, dass ich einfach keinen Bock hatte, irgendwas zu machen. Und ich kenne mich langsam besser aus als die Psychiater und so. Ich hatte immer psychiatrischen Kontakt, also Gespräche abgelehnt, weil es bringt überhaupt nichts. Die erzählen irgendwelchen Mist und du musst alles preisgeben und alles mögliche. Nein, so nicht. Aber zum guten Glück bin ich gar nicht in Amerika. In Amerika gibt es schlimmere Psychiater. Hier in der Schweiz ist es fast so was Normales. Etwas, halt ein Arzt nur. Nicht so einer, der, wie bei GTA 5 den Michael unterstützt und er die ganze Zeit ablehnende Gedanken hat zu ihm. Nein, so eine gibt es hier nicht in der Schweiz. Oh, hier sind zwei am Baum. Oh. Glitchy Glitch. So. Und jetzt noch vier. Dann mache ich mal Aufnahmestopp. Und in der nächsten Aufnahme machen wir das fertig und vielleicht fangen wir danach mit Fortschlachten an. Ich muss mal schauen, was ich für Zeit dann habe, wenn ich das nächste Mal kann. Und gute Zeit ist nachher natürlich mit. Gute Zeit ist auch um 4 Uhr morgens, wenn die Ecken alleine auf dem Server sind. So. Jetzt müssten unten wieder spawnen. Hallöchen, kleine Schlangen. Ja, da ist eine kleine Schlange. Kleine, süße, Krollenschlange. Nett, dass der vorvorherige, also der vor zwei Parts, der Part so gut angekommen ist wieder. Danke für die 5 Likes. Und ja, freue mich, dass es euch gefällt. Ja, ich hoffe, es wird natürlich noch besser. Aber so gut mein Wachstum auch von Abonnentenzahl ist,
Da bin ich zuversichtlich. Also schönen lieben Dank dafür. Und jetzt, und jetzt kommen keine mehr. Gehen wir wieder nach oben. Wie viel noch? Zwei, glaube ich. Sehr große. Nein, oben ist nichts. Kleine da. Kurz buffen. So. Also dann hören wir hier gleich auf für diesen Part und bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, ich muss jetzt noch viel arbeiten, bis ich dann wieder aufnehmen kann. Für euch ist es wahrscheinlich nicht so lange. Und ja, vielen lieben Dank und tschüss.